In Ordnung, ich werde den Bürgermeister von dem berichten, was ihr gesagt habt, aber ich kann nichts versprechen. Madolf glücklich. Vielleicht Leute können leben, allein gut essen, glücklich sein hier. Wir machen gute Sache vielleicht. Menschen willigen ein. Madolf hält Versprechen, ihr ihnen sagen. Ja, Madolf möchte ein Abkommen mit dem Dorf treffen. Ah, ist hier schon. Es scheint eindeutig bewiesen zu sein, dass Madolf und seine Anhänger nicht für die Todesfälle im Innstal verantwortlich sind. Wenn man seinen Worten Glauben schenken darf, wurden einige seiner eigenen Leute ebenfalls ermordet. Der Oger hat mich gebeten, Minister Leut davon zu berichten und ihm zu übermitteln, dass er seine Allianz wünscht. Madolf und seine Anhänger würden sich dazu bereit erklären, die Dorfbewohner vor den Orks zu beschützen, die in den Hügeln hausen, wenn die Dorfbewohner sie im Gegensatz zu ihm Frieden lassen und ihnen ab und an erlauben, Handel zu treiben. Ich war einverstanden, dem Bürgermeister das Angebot zu übermitteln, habe jedoch nichts versprochen. Ja. Grr, wir nichts tun. Grr, nicht wollen Ärger. Sprechen mit Madolf, ja. Ein Ork, ein Oger, Madolf ist ein Oger Magus. Das kann man bei der Dunkelheit nicht so gut erkennen. Oh. Habe ich jetzt gerade den ihr Goldschatz geklaut, ihren neuen Goldmünzen? Das wäre hart. So, hier hinten geht es wahrscheinlich auch nur raus von der Map. Ja. Also hier ist Madolfs Lager, gut. Das heißt, wir haben nur noch den Bereich hier zum Erkunden. Wir gucken also hier oben noch lang, was da ist, gehen dann wieder hier runter und erkunden das hier. Ehe wir ins Dorf zurückgehen, mit dem Bürgermeister reden. Und ja, das Geräusch, weil Yahira leuchtet. Okay, hier ist eine Höhle. Die Umma-Höhle. Die gucken wir uns gleich an. Ich will erstmal gucken, was hier draußen noch ist. Und ja, die Steine tausche ich mal wieder. Falls wir Wölfen oder so begegnen, reichen auch die Steine. Oh, und identifizieren. Ein Schutzumhang plus 1. Wer könnte den tragen? Du trägst schon einen, du kannst nicht, du trägst schon einen, du kannst nicht, du kannst auch nicht. Also kann der theoretisch verkauft werden. Plattenpanzer plus 1. Kann nicht. Würde schlechter werden, kann nicht. Minus 4, wow. Aha. Du kannst den nicht tragen, gut. Braucht ihr etwas? Wobei minus 4 fast schon übertrieben ist. Das ist mächtig. Der Magier kann sich ein Zauber des 5., 6. und 7. Grades zusätzlich einbringen. Magierring der Vielfalt, der mit starken Zaubern belegte Ringe ermöglicht seinem Magier, sich mehr Zauber einzubringen, als er das normalerweise könnte. Der Ring wurde ursprünglich von Talisa in Auftrag gegeben. Der dafür offenbar eine Menge Gold bezahlt und große persönliche Opfer brachte. Warum steht da mein Name, also ihr Name? Ja, Schutzring kann weg. Weil der da erhöht. Achso, das ist der Beeinflussungsring, der das Charisma hat. Ah, warte mal kurz. Und da kann sie den theoretisch tragen. Achso, der bringt genauso. Nee, der Schutzring, der bleibt da. Und dann legt sie einfach den weg. Und wir geben Yoshimo den Ring. Charisma für den Schurken ist doch nicht schlecht. Hält das Charisma des Trägers auf? Achso, weil er die Ork-Rüstung trägt. Ja, da ist es besser, wenn er den Ring trägt. Das sind beißende Bolzen mal wieder. Oder Gewitterbolzen, die können weg. Dann kann der auch weg. Und wir können Zauber eintragen. Hm.
Ja gut, hier können wir noch nichts eintragen, weil sie kann die Stufen noch nicht. Okay, was könnten wir hier gebrauchen? Immunität gegen Zauber. Nö, nicht so wirklich toll. Monster festhalten. Resistenz senken. Das brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir gegen starke Gegner kämpfen. Ja, keine große Herausforderung. So, Yoshima hat hier noch drei Stäbe. Sie hat noch die beiden Armbänder. Hier oben ist nichts mehr und wir sind schon. Ja, wir haben jetzt eigentlich alles aufgedeckt, was wir aufdecken können. Gut, das heißt, wir gucken uns die Höhle an. Dummdi-dummdi-dai. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Okay. In dieser Höhle liegen sehr viele Knochen und ein kleiner Schatz rum. Sodesh, ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Ja. Klar. Das hier ist definitiv eine Mimik. Killer-Nachahmer, genau. Ich erwarte eure Anweisungen. Ich bin bereit, so sei. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Torm ruft euch zu sich. So, das war der Nachahmer. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Festhalten abklingt. Bewaffnet, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Okay, es hat aufgehört. Nachahmerblut, das brauchen wir ja. Kugeln plus 1 für Avery. Ein Edelstein, Nachahmerblut und Wurfpfeile, die verkauft werden können. Gut. Fragt, was immer ihr wollt. Ja. Dann können wir raus hier, würde ich sagen. Wenn ihr es wollt. Natürlich. Oder? Ja, sieht so aus, als ob wir hier raus könnten. ...3000 Erfahrungspunkte für den Killer-Nachahmer. Wenn es das ist, was ihr wollt. Und dann können wir ins Dorf zurück. Keldor nimmt natürlich einen anderen Weg als der Rest. Ja. Geben wir erstmal dem Magier sein Blut. Vielleicht können wir ihn dann dazu bringen, dass er seine Tochter doch mit dem anderen reden lässt. Ah, ihr seid zurück, Mädchen. Ihr habt mich vielleicht so für ein wenig Nachahmerblut gefunden, oder doch? Ja, ich habe tatsächlich ein wenig gefunden. Ah, lasst mich mal schauen, was ihr da habt. Ja, ja, ich sehe. Gut gemacht, Mädchen, gut gemacht. Ich weiß ja nicht, wie ihr es gefunden habt, aber das ist es definitiv. Ich nahm mir die Freiheit, das magische Schwert schon herauszusuchen, nur für den Fall der Fälle. Ich bin wohl ziemlich prophetisch veranlagt, meint ihr nicht auch?
Bei mir hat es ohnehin nur als Staubfänger gedient. So hier ist es und ich möchte hinzufügen, ihr habt euch die Belohnung wahrlich verdient. Nun, jetzt muss ich das Blut noch mit dem Golem hinzufügen und er ist fertig. Endlich kann ich wieder meinen Besorgungen nachgehen, ohne befürchten zu müssen, dass Colette belästigt wird, während ich weg bin. Ja, erwache meine Kreatur und befolge meine Befehle. Ah. Hä? Was geht hier vor? Nein, nein, zurück, ich befehle es. Vater. Komm, ruft euch zu sich. Hallo, Leute. Vater, er lebt. Oh, bei den Göttern sei Dank. Ja, ich bin am Leben, meine Tochter. Ich verdanke mein Leben diesem sympathischen Fremden hier. Colette? Colette, was ist geschehen? Oh, da, es war schrecklich. Eine meiner eigenen Schöpfungen hat sich gegen mich gewandt, Junge. Es scheint, dass ich wohl doch nicht so weise und mächtig bin, wie ich gedacht hatte. Und vielleicht waren ein paar meiner anderen Entscheidungen auch nicht besonders klug. Da, Junge, wenn ihr versprecht, immer für meine Tochter da zu sein und sie zu beschützen, wenn ihr sie noch immer wollt, ich werde euch nicht länger im Weg stehen. Hat er jetzt auf den Deckel bekommen. Oh, Vater, meint ihr das ernst? Danke. Ja, danke, Jermin. Ich werde gut auf Colette Acht geben. Dessen könnt ihr gewiss sein. Kommt, Liebste, lasst uns diese Gelegenheit wahrnehmen. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ich muss mich bei euch bedanken, Mädchen. Ihr habt das Leben eines närrischen Magiers gerettet. Seufzt, meine Tochter ist jetzt weg. Ich denke, ich werde auch einige Zeit lang weggehen und überdenken, was ich getan habe. Neuer Eintrag in eurem Tagebuch. Die Aktivierung des Golems. Das ist wahrscheinlich abgeschlossen. Jan Jansen, Jaira, Chipfrei, die Festung. Ja, die Aktivierung des Golems. Der verhüllte Magier Jermien verwandte das Blut, das ich ihm gebracht hatte, um seinen Golem zu aktivieren. Was jedoch dazu führte, dass sein Geschöpf ihn angriff. Es gelang mir, den Golem zu töten und den Magier zu retten, wo er früher mir ziemlich dankbar war. Und wir haben ein Kurzschwert. Ja, das ist zu identifizieren gilt. Außerdem hat Eri ein Level-Up, sehe ich gerade. Also, ihr kennt das Spiel. Ja, ich... Sagt nichts. Ich habe verpeilt, die Schwierigkeitsgrad wieder hochzustehen. 4 Trefferpunkte, Stufe 1, 2 und 5 Priesterzauber. So, jetzt aber gleich hochstellen. So. Ich darf mich nie wieder ablenken lassen. Ich muss das eisern durchziehen. Eri. Stufe 1. Kriegt sie nochmal Wunden heilen. Oder einen Furchtbaren. Ein Furchtbaren wird besser sein. Stufe 2. Stille. Geisterhammer, Flammenklinge, noch ein Gebet. Gift verlangsamen für Notfälle. Da nichts Neues, da nichts Neues. Stufe 5. Vereinte Kräfte. Der Priester greift auf die Macht seines Gottes, um sie einem Wesen zu verleihen, das zu einem Champion wird. Das Ziel erhält einen Bonus von 1 auf den ETW 0 für alle 3 Stufen des Priesters. Leute Stufe 3 geben. Die Stärke des Ziels wird zu 18.00 und es erhält natürlich die entsprechenden Boni auf Schadentrefferwürfe. Ja, wird auf 18 reduziert. Ja, Verbindung aufrechterhalten, also nicht so toll. Tiere beschwören. Untote abwehren. Höherer Befehl. Anderen Wesen Befehl erteilen. Zu schlafen, ja, okay. Flammenschlag, einfach den guten Flammenschlag. Ja, keine große Herausforderung. Nun gut. So, das war das. Es ist schon die 4. Stunde. Ich
Ich habe nichts, was ihr brauchen könntet. Aber gehört, dass ihr es wart, der meinem närrischen Sohn Nella eine Ladung Bier gekauft hat. Der Bursche ist irgendwo weggetreten rumliegen. Hoffentlich erwischen ihn die Wölfe nicht.